Die neuesten Ereignisse zum Untersuchungsausschuss sind ja die, dass der Landtag mit einer Verfassungsbeschwerde überzogen wurde. Und diese Verfassungsbeschwerde muss man als einen Angriff, einen fundamentalen Angriff auf die parlamentarische Demokratie werten. Denn hier geht es ans Eingemachte, hier geht es an die Rechte also des Parlaments, nicht nur an das, sondern es geht wirklich um das Prinzip der Gewaltenteilung. Und Gewaltenteilung heißt ja, dass sich die Staatsgewalten auch gegenseitig kontrollieren sollen. Und dieses Kontrollrecht, das der Landtag gegenüber der Exekutive hat, das soll jetzt hier beschnitten werden. Und das heißt, also der Landtag soll hier zahnlos gemacht werden. Und das wollen wir also nicht hinnehmen können und dürfen wir nicht hinnehmen. Und deswegen haben alle Fraktionen hier im Hause auch beschlossen, dass wir mit unserem Untersuchungsausschuss anfangen werden, die strittigen Fragen erstmal beiseite lassen, bis das Gericht das geklärt hat. Aber wir lassen uns in unserer Arbeit durch eine Verfassungsbeschwerde nicht behindern, sondern werden einfach tatkräftig weiterarbeiten. Und jetzt sagen wir, jetzt erst recht, denn wenn die Not so groß ist, dass man so schwere Geschütze gegen uns auffahren muss, dann muss man wirklich genau hinschauen und dann sind wir mal gespannt, was rauskommt.